Morgen, schön dich zu sehen, alle zu sehen. Lass uns zusammen beten. Vater, danke schön für den wunderbaren Morgen. Danke, Papa, dass wir hier sein dürfen, Herr, dass wir mit dir diesen Tag starten dürfen, Herr. Und du allein weißt, was dieser Tag alles bringen mag, Herr Jesus. Danke, Vater, dass wir gut vorbereitet sind, Herr, wenn wir mit dir starten, Herr. Danke, dass du uns auf all das vorbereiten willst, Herr, was heute kommt, was in den nächsten Tagen und Wochen kommt, Herr. Danke, Vater, dass es immer erfrischend ist, immer stärkend ist, wenn wir dir wirklich begegnen, Herr. Und ich bete, dass das heute Morgen so ein Morgen sein möchte, Herr, wo wir in den Tag starten und wissen, dass du in unser Herz gesprochen hast heute Morgen. Amen. Ja, wir machen jeden Tag viele Entscheidungen. Die erste Entscheidung hast du schon gemacht, hierher zu kommen. Das war die richtige. Aber was wir manchmal vergessen ist, jede Entscheidung, wo ich zu etwas Ja sage, bedeutet ja, dass ich zu allem anderen Nein sage. Manchmal haben wir diese Entscheidungen, wo wir mehrere Sachen irgendwie kombinieren können. Das ist wunderbar, das lieben wir, so alles unter einen Hut zu bringen, wie wir dann sagen. Aber oft ist es im Leben entweder oder. Und zum Beispiel auch mit Aufmerksamkeit. Ich bin kein Multitasking-Mensch. Ich brauche eine Sache. Wenn ich zwei Sachen schon machen muss, dann wird das schon schwierig. Meistens ist das so, oder bei vielen, vielen Entscheidungen ist das so, dass wir uns entscheiden müssen. Entweder oder. Das ist für mich immer herausfordernd, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, dann kommt jemand dahergelaufen, ich will mit dem reden, aber ich habe da zwei Kinder an den Händen, dann muss ich mich entscheiden. Entweder schenke ich diesem Menschen Zeit oder meinen Kindern. Oder das ist bei ganz, ganz vielen anderen Dingen. Und heute lesen wir eine Geschichte von zwei Schwestern, die Jesus begegnen und wo eine auch diese Entscheidung getroffen hat, ich will eine Sache verfolgen in meinem Herzen, was auch bedeutet, dass ich ganz, ganz vielen anderen Menschen auch und Aufgaben Nein sagen muss. Und das Wort Nein, das ist bei manchmal im Kleinkindalter schwierig, besonders für die Eltern, wenn die Kinder zu allem Nein sagen, aber es ist so wichtig. Es ist so wichtig, Nein zu sagen. Wir müssen viel, viel mehr Nein sagen. Jesus hat die ganze Zeit Nein gesagt, weil er zu einer Sache Ja sagen wollte, nämlich den Willen Gottes zu tun. Und du darfst mal mit mir aufschlagen, Lukas 10, wo wir die Geschichte finden, die du wahrscheinlich kennst, von zwei lieben Schwestern. Und das ist eine meiner Lieblingsgeschichten und ich bin mir sicher, dass ich noch längst nicht das aus dieser Geschichte geschöpft habe, was an Tiefe da ist. Und vielleicht ist heute Morgen ein bisschen ein nächster Schritt in die Tiefe, was dieser Text zu uns wunderbar sagen möchte. Da lese ich in Lukas 10 aus der Hoffnung für alle, ab dem Vers 38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Doch der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Wir sehen hier zwei Schwestern, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Die eine düst rum, weil sie beschäftigt ist und nicht nur beschäftigt, sondern besorgt mit dem allem, was zu tun ist. Und die Aussage, um es ganz kurz zu machen, ist nicht, was sich vielleicht Martha dachte oder gesagt hat, Jesus, warum konfrontierst du die Maria nicht? Ich muss hier alles machen und die Maria sitzt da faul rum und macht gar nichts. Da kann ich ja verstehen, okay, Jesus sagt, wir sollen eher alle mehr mal die ruhige Kugel schieben, eher ein bisschen zurückhaltend sein, zu Hause bleiben, im Zimmerchen bleiben, immer nur beten. Das ist nicht die Message. Sondern die Message ist, egal was du tust, habe dieses eine im Fokus. Wo Jesus am Ende so klar und radikal darüber spricht, nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Also Martha tut eigentlich anscheinend was sehr Richtiges und was Gutes, Jesus zu dienen, den Menschen zu dienen. Aber Jesus sagt, nein, nein, du hast es noch nicht gefunden. Die Maria, die hat es gefunden. Das heißt, es geht wie immer seit Anfang der Bibel darum, dass ich enge Gemeinschaft mit Jesus begehre. Und Martha hat das nicht begehrt. Und wir sehen hier, dass sie Jesus konfrontiert, da sitzt der Herr der Herrlichkeit vor ihr. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jesus ein bisschen geschmunzelt hat, als er dann sagte, Martha, Martha, du bist hier die Chefin, du sagst mir, was zu tun ist. Dankeschön für den Tipp, aber ich habe einen anderen Tipp für dich.
Du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Wir sehen, dass wenn ich mich verliere in meinem Tun und nicht mehr den Fokus habe, darauf Gemeinschaft mit Jesus zu haben, dann wird mir Gott fremd. Dann verstehe ich Gott nicht mehr. Das war genauso am Anfang des Gartens, wo Gott ganz klar sagt, ich will, dass der Mensch Gemeinschaft mit mir hat. Eine Generation später sehen wir einen Kain, der keine Ahnung davon hat. Der Gott ein Opfer bringt und denkt, Gott, ich diene dir doch, ich bringe dir doch ein Opfer, aber du segnest mich nicht. Wo wir sehen, er hat kein Verständnis für das, was Gott wirklich wichtig ist. Sodass er dann mit Gott ein bisschen spricht, die Ehre hat, mit Gott Angesicht zu sprechen und sich dann am Ende abzuwenden von Gott und wegzugehen, seinen Weg zu gehen. Wo wir merken, wenn ich diesen Fokus nicht mehr habe, darauf Gemeinschaft mit Gott zu haben, werde ich Gott nicht verstehen. Martha verstand Jesus nicht. Warum kann es sein, dass ich alles richtig mache und Jesus nicht mal die Menschen, die hier Falsches machen, zurechtweist? Martha hat Jesus nicht verstanden, weil sie die Priorität in Jesu Herzen nicht verstanden hat. Die Message in dieser Geschichte ist nicht, dass ich nicht mehr dienen soll. Weil ich mir vorstelle, dass Maria in diesen paar Minuten hat sie weniger gedient. Ja, aber ich frage mich, wie war das in den Tagen davor? Wie war das in den Tagen danach? Mir kommt das so vor, als wenn Maria eine Frau ist, die Jesus enorm liebt. Und wenn Menschen Jesus enorm lieben, dann lieben sie auch dienen sehr. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Maria sehr fleißig war und vielleicht auf ihrer Apple Watch doppelt so viele Schritte hatte wie die Martha. Mehr gedient hat als die Martha. Wir sehen hier diese kleine Zeitfenster und denken, oh, mag Jesus nicht, dass ich diene. Doch, 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 Jesus mag, dass ich diene. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Und es ist wichtig, dass ich erkenne, was ist dieses eine, was Jesus so schrecklich wichtig ist. Wenn ich Gemeinschaft mit Jesus eine Zeit lang aus den Augen verliere, dann werde ich ganz, ganz vieles nicht verlieren. Seine Liebe werde ich niemals verlieren. Seine Treue werde ich niemals verlieren. Seinen Bund werde ich nicht verlieren, nur weil ich eine Woche nicht bete. Seinen Heiligen Geist werde ich nicht verlieren, nur weil ich eine Woche nicht bete, nicht Bibel lese und ein bisschen sündige. Mein Erbe, was ich habe von Jesus, dass ich eine neue Schöpfung bin, dass der Heilige Geist in mir lebt, meine Geistesgaben werde ich nicht verlieren. Eine Sache werde ich aber verlieren, unter anderem, ist die Vertrautheit mit Jesus. Und das ist das Kostbarste, was Jesus begehrt, ist, dass wir diese Vertrautheit mit ihm in unserem Herzen kostbar schätzen. Das ist, was ich verlieren kann. Wenn ich eine Zeit nicht bei Jesus war, ich verliere meine Vertrautheit. Ich verliere diese Selbstverständlichkeit, in dieses einfache Herz zu haben, wo ich nicht mal drüber nachdenken muss, was gefüllt ist mit Ehrfurcht vor Gott, aber gleichzeitig diesen Mut, als Kind zum Vater zu kommen. Diese wunderschöne Vertrautheit verlieren wir oft. Diesen Frieden im Herzen, diese Ruhe im Herzen, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Dieses Bewusstsein seiner Nähe, das verlieren wir oft. Und wenn du dir so überlegst, was das Hauptziel ist Gottes in der Bibel, ist diese Gemeinschaft mit ihm zu haben und dass wir in diese Gemeinschaft verwandelt werden in sein Bild, dann kannst du dir auch vorstellen, was das Hauptziel ist des Feindes heute in deinem Leben. Es ist nicht, dass du deine U-Bahn verpasst und deshalb 5 Minuten länger in der Kälte stehen musst oder dass jemand dich irgendwie komisch anschnauzt und du dich ungerecht behandelt fühlst. Das ist nicht sein Hauptziel. Sein Hauptziel ist, die Vertrautheit, die du hast mit Jesus, zu rauben. Oder diese Vertrautheit, die dir so fern erscheint, noch weiter in die Ferne zu schieben. Das ist sein Hauptziel. Das Hauptziel Gottes ist das Hauptziel des Feindes, dass er es verhindert. Und wenn du das bedenkst, dann lebst du ganz anders. Eine Martha, die das nicht begreift, lebt ganz anders als eine Maria, die das begreift. Und wie schön ist das, wenn ich diese regelmäßige Gemeinschaft mit Gott habe. Wenn ich nicht nur einmal in der Woche oder in einem besonderen Tag in der Woche diese Gemeinschaft mit Gott habe, sondern regelmäßig, kontinuierlich, die ganze Zeit. Das wird natürlich, wenn wir eingespannt sind in der Arbeit, in Familie oder sonst wo, wird das nicht permanent auch in meiner Aufmerksamkeit allein auf Jesus gerichtet sein, sich dadurch ausdrücken. Aber wie kann ich diese regelmäßige Gemeinschaft mit Jesus haben? Es ist, glaube ich, in erster Linie, dass ich Gottes Liebe erkenne, die er für mich hat. Du darfst mal mit mir öffnen,
in 1. Korinther 1, Vers 9, da haben wir einen wunderbaren Vers, der so am Anfang des Kapitels super unscheinbar daherkommt, aber das zusammenfasst, was Gott auf dem Herzen ist. Da heißt es in 1. Korinther 1, Vers 9, darauf könnt ihr euch verlassen, denn Gott steht zu seinem Wort. Er selbst hat euch ja dazu berufen, untrennbar mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, verbunden zu sein. Da lesen wir in der ersten Hälfte davon, dass Gott so treu ist und zu seinem Wort steht. Und wenn er einen Bund mit dir gemacht hat, dann überlegt er sich das nicht nochmal, nur weil du 3 Tage nicht optimal dich verhalten hast und nicht so viel gebetet hat, wie es sich doch Gott erwünscht hat. Und das ist oft der Tenor, den wir manchmal in unseren Herzen haben, wenn es um Thema Gebet geht, ist, ich sollte eigentlich mehr, und Klammer auf, wenn ich es weiterhin nicht tue, dann drohen nicht so schöne Konsequenzen. Nämlich, dass Gott mich ein bisschen beiseite schiebt und denkt, okay, ist Gott nicht so aktiv, dann mein liebes Kind, lass mal das mal ein bisschen im Regen stehen. So ist Gott überhaupt nicht. Gott ist treu zu seinem Wort und er überlegt sich seine Liebe für dich nicht zweimal. Aber wir verlieren oft etwas. Und zwar ist das diese Vertrautheit, dass wir berufen sind dazu, untrennbar mit seinem Sohn verbunden zu sein. Das ist oft das, was wir verlieren. Wie kann ich da in diese regelmäßige Gemeinschaft wachsen? Einmal Liebe Gottes erkennen. Und das drückt sich dann dadurch aus, dass Menschen mich nicht mehr stören. Martha war sehr gestört von dieser Maria, die da einfach saß. Und jedes Mal, wenn sie von der Küche wieder vorbeikam, dachte sie sich, Alter, jetzt sitzt sie noch bequemer da und ich muss noch mehr arbeiten. Dann geht sie wieder in die Küche, kommt sie wieder zurück. Diese Maria, was ist eigentlich los mit ihr? Jetzt guckt sie so aufmerksam Jesus zu. Jedes Mal hatte sie dieses Gefühl, diese Maria, was ist los mit dieser? Und wenn ich die Liebe Gottes tief in mein Herz lasse, dann stören mich Menschen nicht mehr, sondern begreife ich, sie sind mein Ziel. Dann lasse ich mich nicht mehr nerven, nicht mehr ärgern. Und oft drehen wir unser Lenkrad mit unseren Worten in die Sackgasse hinein. Ich erwische mich immer wieder, dass ich zu Schülern zum Beispiel sage, so, also im Gedanken so quasi, wenn du noch weiter so machst, dann werde ich langsam ungeduldig. Oder du reizt mich heute. Oder solche Sachen. Ich drehe mein Lenkrad, ja, in welche Richtung werde ich fahren? Der Schüler muss nur 3-mal nochmal das machen. Mein Kind muss nur 4-mal nochmal das machen. Mein Mitarbeiter, mein Kollege muss nur 3-mal nochmal das machen. Und dann platzt mir der Kragen oder dann verliere ich meine Liebe. Also mit meinen Worten drehe ich mich selbst in die Richtung, die ich gehen will. Und wie schön ist das, wenn ich im Gebet mein Lenkrad in die richtige Richtung drehe, nämlich Menschen zu dienen. Und immer wenn ich merke, ein Mensch nervt mich, er geht mir auf den Senkel, dann weiß ich, okay, Zeit, um das Lenkrad wieder zu drehen. Dahin, dass Menschen mich nicht nerven, sondern sie das Ziel meines Tages sind, ihnen nämlich zu dienen. Und eine letzte Sache, die mir sehr am Herzen ist, die wir immer wieder sehen bei Jesus. Jesus hatte Gewohnheiten. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 4, 16, dass Jesus nach seiner Gewohnheit am Sonntag in die Gemeinde ging. Das heißt, er hat nicht jeden Sonntagmorgen den Vater gefragt. Es heißt hier, nach seiner Gewohnheit. Lukas 22 heißt es, und er ging nach seiner Gewohnheit an den Ölberg, nicht zum Picknick, sondern zum Beten. Und seine Jünger folgten ihm. Also er hatte Gewohnheiten. Und es ist die Frage, welche Gewohnheiten erleichtern es dir, dass du Gott begegnest? Welche Gewohnheiten helfen dir, sei es im Gebet, sei es beim Bibellesen, Gott zu begegnen, ihn kennenzulernen? Welche Gewohnheiten hast du? Wenn wir keine Gewohnheiten haben, dann lassen wir das meistens unseren spontanen Gefühlen, Meinungen, Stimmungen, überlassen wir es ihnen, was jetzt daraus wird, ob wir Gott begegnen oder nicht. Aber das ist zu kostbar. Das ist, dass ich mein Sinn und mein Zweck, meine Berufung meines Lebens spontanen Gefühlsregungen überlasse. Wie schön ist es, wenn ich ja, sicher gehe in meinem Herzen, dass immer, wenn Stress hochkommt, dass ich merke, ich habe meinen Fokus verloren vom Sein, von Gemeinschaft aufs Tun. Und bin nicht mehr eng verbunden mit Jesus und habe die Vertrautheit verloren. Und lasst uns heute, ja, diese Minuten jetzt, sei es du zu Hause in deiner Bettdecke oder wir hier, dass wir diese Vertrautheit mit Jesus pflegen. Dass wir diese Vertrautheit aber auch über den ganzen Tag pflegen, dass wir uns Erinnerungen machen, sei es, wenn wir uns eine Erinnerung am Handy machen oder einen Gegenstand in meine Tasche tun, der mich immer wieder erinnert oder immer wieder Gebetszeiten einrichten, dass wir unsere Vertrautheit mit Jesus so schätzen, so pflegen, so ehren,
so wie es Jesus auf dem Herzen ist. Danke, Papa, Herr, dass du uns so sehr liebst, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns so viele Verheißungen machst, was wir niemals verlieren werden, Herr. Es ist ganz besonders deine Liebe, Herr. Danke, dass wir niemals fürchten müssen, Herr, dass du deine Liebe von uns abwendest, dass du deine Gnade, deine Gunst von uns abwendest, Herr. Aber eine Sache verlieren wir so oft. Es ist diese Vertrautheit, diese Kostbarkeit, dass wir diese Natürlichkeit haben, als Kind Gottes zu dir zu kommen, Herr, eng mit dir zu leben. Und wie wir gelesen haben, Herr, diese untrennbare Verbindung und Gemeinschaft mit dir, Herr. Ich bete, Vater, Herr, dass das wirklich das Kostbarste in unserem Herzen wird, Herr, dass wir dann wirklich auch pflegen und ehren und beschützen, Herr. Dass wir lernen, Herr, Nein zu sagen zu so vielen Ablenkungen, zu so vielen Gedanken von Stress, von Aufregung, von Genervtheit. Und dass wir diese Kostbarkeit des Fokuses auf dich behalten, Herr Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du sehr hilfreich zur Seite stehst. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen.